Guck mal, wie meine Farbpalette aussieht. Wenn ich so eine Farbpalette habe, dann ist das nicht mehr gut, weil dieser ganze Dreck kann auch hier auf meinem Bild, auf mein Bild kommen. Deswegen nehme ich mir einen neuen Teller. Ich nehme die Farben, noch mehr Farben dazu und versuche jetzt die Details oder sagen wir mal ein paar Korrekturstriche mit einer sauberen Farbpalette zu malen. Letzte Striche für heute. Also mein Pinsel muss richtig trocken sein. Nur Farben sind in meinem Pinsel. Kein Wasser. Genau das gleiche passiert jetzt auch hier mit dem Augenlid. So. Ganz zart hier verteile ich diese Farbe, die ich gerade gemischt habe. Und ich denke, wenn die Farbe gleich trocknet, wird es genau diese Farbe sein, die ich auch brauche. Tupfen, tupfen, tupfen. Hier ist so ein roter Punkt. So. Jetzt versuche ich diese Stelle ein bisschen kühler und dunkler zu bekommen. Die Mundwinkel. Also es ist auch wichtig, dass wenn ihr bei solchen Stellen arbeitet, bei kleinen Stellen, dass ihr ganz genau guckt, welche Farbe ihr gerade verwendet. Oft habe ich bei meinen Schülern gesehen, die nehmen eine Farbe, malen hier etwas und dann mit der gleichen Farbe auch gleich da unten. Und wie gesagt, die Farbe wird bei denen nicht neu gemischt, sondern überall mit der gleichen Farbe und dann wundern sich viele, warum es auf einmal falsche Farbe ist. Oft liegt das nur daran, dass wir ein bisschen zu faul waren. Genau, also die Farbe zusammenzumischen, die wir für eine bestimmte Stelle brauchen. Ja? Also, wie gesagt, da braucht ihr nicht hektisch zu sein, sondern nehmt euch Zeit und versucht wirklich die Farbe zu bekommen, die ihr braucht. Ich muss auch gucken, dass die Symmetrie nicht verloren geht, dass die Lippen auch in der Mitte sind und nicht, also relativ der Nase irgendwo anders. Hier ist unser Hals. Den habe ich fast gar nicht gemacht. So. Jetzt muss ich nur noch ein paar Akzente setzen. Das Ohr muss ich noch fertig malen. Hier habe ich nur noch ein paar Pinselstriche übrig. Einmal da.
Ihr seht, das Ohr ist ein bisschen wärmer als alles andere. So, zack. Wahrscheinlich ein bisschen kühler. So. Hier ist eine freche Stelle, freche Farbe. So, ja, ich imitiere das hier ein bisschen. Das ist alles eine Improvisation. Irgendwie so. Ja, das reicht mir. So, was habe ich noch? Was habe ich noch hier? Zack. Das ist das Ohr bei dem Mädchen. So. Und nun gucke ich mir das Ganze nochmal von Weitem an. Ich nehme mir vielleicht nochmal meinen großen Pinsel. Ich habe das Gefühl, dass ich die Schulter bei dem Porträt etwas höher machen muss. Dafür nehme ich wieder meinen großen Pinsel und tupfe hier ein bisschen mehr Licht rein, so dass man gleich das Gefühl kriegt, dass die etwas höher ihre Schulter hält. So, irgendwie so. So. Jetzt nur noch hier ein bisschen heller. Zack, zack. Hier die Haare. So, wahrscheinlich hier noch so ein komischer Fleck. Hintergrund ein bisschen heller. Hier ein bisschen heller. Die Lichtblicke in den Augen sind ein bisschen zu groß geworden. Ich muss das nehmen. Ich nehme sogar etwas kleineren Pinsel. Oder ganz klein und korrigiere das ganz fein. Ansonsten strahlen meine Augen richtig hier in dem Bild. Und das ist auch, so ist es besser. Und hier auch. Das Mädchen hat strahlende Augen, aber wir dürfen nicht übertreiben. Nicht, dass die dann auch unecht aussehen. Ich glaube, so ist es besser. So. So, jetzt reicht das. Jetzt reicht das. So, seid genauso fleißig wie ich und versucht das so ähnlich zu bekommen, wie ich das auch hingekriegt habe. So, ihr habt gesehen, ich habe das mit Acrylfarben innerhalb von circa 2 Stunden geschafft. Ich glaube, ihr könnt das auch. Und wichtig ist dabei, dass ihr nicht zu hohe Ansprüche sofort setzt und denkt, ach, wenn es mir nicht gelingt, dann bin ich sehr schlecht. Ich übe das sehr lange. Also seit mehreren Jahren male ich täglich. Und mir geht es darum, dass ich euch zeige, wie wir das Schritt für Schritt machen. Seid fleißig, nicht
zu ungeduldig. Also versucht nicht an einer Stelle zu bohren, sondern versucht immer wieder die Stellen miteinander zu vergleichen. Nur dann kommt ihr voran und überspringt die Schritte, die ich euch erklärt habe und gezeigt habe, bitte nicht. Wenn ihr das so macht, wie ich euch das erklärt habe, ganz entspannt, ganz ruhig, mit Spaß, mit Vergnügen, dann werdet ihr es auch hinkriegen. So, wir sehen uns bei dem nächsten Kurs und ihr könnt mir, schickt mir einfach eure Fotos. Ich werde die Fotos von euren Bildern, ich werde die mir anschauen und euch ein Feedback schreiben. Die Links zu den Vorlagen werde ich unten schreiben oder ihr werdet die Vorlagen auf unserer Homepage finden, Kunstschuleartgeschoss.com, und zwar bei den Hausaufgaben für Erwachsene. Also da werdet ihr die Vorlage sehen und das Bild, was ich heute gemalt habe. Und ja, die sind auch in einer guten Auflösung, ihr könnt ihr ausdrucken und auch nach diesen Vorlagen malen. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß. Tschüss.